Es wird der Babypark. Es ist ja unglaublich. Ja, da habe ich echt jetzt nicht, habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Ganz komisch, ne? Dinge passieren. Ja, völlig unerwartet. Okay. Manchmal frage ich mich bei diesem Baby Mario, ob da noch ein Mario unter der Mütze ist. Weil das so ein Komm, das war lustig. Ich hab nicht verstanden. Ich bin zu doof für sowas. Ich hab echt. Weil eine Riesenmütze ist so ein ganz witziger Mario, den du fast nicht siehst. Ach so, ob überhaupt ein Mario unter dieser Mütze ist. Ich dachte noch unter dem Baby Mario noch ein Mario. Deswegen habe ich es gerade nicht geblickt, was du eigentlich willst. Okay. Ich erzähle diese Witze zum Glück ja meinen Zuschauern nicht dir. Ach kommt, Jungs, was soll das denn? Ist denn der rote Panzer gerade, der mich beinahe getroffen hat? Nee, hier hinten hier, die versuchen mich gerade zu ärgern. Ich habe mich so auf dich konzentriert, dass ich vergessen habe, dass hier noch andere hier mitfahren. Och, Jungs, jetzt lass doch mal gut sein. Robli ist der Feind, nicht ich. Nein, Robli ist nicht der Feind, da hast du das falsch verstanden. Ich verstehe gar nichts falsch. Ich bin grad... Nein! Oh fuck, die ganze Zeit schön abgewehrt und jetzt kamen gerade zwei hintereinander. Oh, in die falsche Richtung geslidet. Oh, das habe ich immer mit Motorrädern, diesen Mist. Falsche Richtung? Ja, ich habe dann immer irgendwie, wenn du so ein bisschen, wenn du hüpfst ja, bevor du slidest. Und wenn du dann den fuck. Stick ein bisschen in die falsche Richtung drückst, dann slidet er eine Kurve genau in die andere Richtung, wo du eigentlich nicht hin willst. Okay, ich hab das irgendwie nie mit Motorrädern. Ich fahre mit Motorrädern. Ich finde Motorräder kacke. Okay. Ach Lord, also es ist doch, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ach du Scheiße. Ja, das ist der Fehler, weil ich Motorrad genommen habe. Das sind die schlimmsten Fahrzeuge in Mario Kart. Aber es ist halt der Eponator und der ist einfach so cool. Fünfter. Auf meiner Lieblingsstrecke. Ja. Ja, guckt euch den traurigen Mii an und leidet mit mir. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe ja den Eponator, die Zelda-Felgen, aber ich habe nicht den Zelda-Schirm. Ich glaube, ich habe das Eichhörnchen. So, das müssen wir hier natürlich brandtechnisch hier noch auf den neuesten Stand bringen. So, ich muss diesen Moment gerade schweigend genießen. Was für ein Moment? Dass ich die Krone aufhabe, oder? Nein, dieser eine Moment, ich weiß nicht, vielleicht hast du so ein Kurzzeitgedächtnis, ich weiß, du bist nicht mehr der Jüngste, aber das Rennen gerade eben, also nicht das davor oder so, wirklich das, was gerade vergangen ist. Was war da? War ich Erster und du... Also, das wäre mir aufgefallen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre mir aufgefallen. Du hast es sogar auch gesagt, dass du Letzter warst, aber ich war tatsächlich auch noch Erster. Ja, das warst nicht nur Letzter. Das kannst du ja behaupten, weil ich so weit hinten war, konnte ich es leider Letzter. Nicht mit eigenen ich Augen... Ich hab den Beweis auf Video. Ist das schön. Also, ich habe nichts dagegen, wenn wir das Ganze nochmal wiederholen könnten, aber nur wenn du damit auch einverstanden bist. Ich möchte jetzt auch nichts aufzählen. Übrigens, seit ich hier den Eponator, also das Zelda-Motorrad in Mario Kart 8 das erste Mal gesehen habe, hab ich mir so gedacht, wie geil wäre das denn, wenn das in Breath of the Wild integriert werden würde? Wird es. Ja, genau. Und jetzt in dem letzten DLC ist ja tatsächlich zumindest ein Motorrad, ne? Aber irgendwas mit... Ja. Also er heißt auch Eponator. Ich finde die Idee so geil. Sieht ähnlich aus. Ich habe es schon mal gesehen. Es sieht tatsächlich ähnlich aus. Ein bisschen anders, aber auch cooler natürlich noch. Genau. Wäre sonst auch langweilig. Das ist eine der irgendwie kreativsten und einfach witzigsten Ideen, die sie sich hier haben einfallen lassen in Mario Kart. Ja, wobei man trotzdem ehrlich sagen muss ich jetzt mal, so gut ich Breath of the Wild finde und so völlig verdient, wie die Bewertungen auch sind, die wirklich extrem hoch sind ja für das Spiel, aber wie gesagt auch absolut verdient, so schlecht finde ich die DLCs, muss ich sagen. Also es gibt für mich keinen Grund, die DLCs zu kaufen, überhaupt nicht. Okay, so tief habe ich mich damit nicht beschäftigt. Also bei Breath of the Wild, ich meine, es gibt diesen Arena-Modus, aber ich kann auch so gegen Gegner kämpfen. Es gibt ein paar zusätzliche Outfits und Waffen und Motorräder zum Beispiel auch. Es gibt doch auch eine Story-Erweiterung mit den Recken, oder? Mhm. Was sind denn? Es gibt doch eine Story-Erweiterung, die sich um die Recken dreht. Ja, klar. Okay, na gut, da will ich nicht zurück, will ich nichts behauptet haben. Ah, fuck! Nee, klar, das ist jetzt gerade frisch erschienen. Da geht's um die vier ehemaligen Recken. Also man erlebt quasi eine Geschichte in der Vergangenheit. Ah, cool, okay, na dann nehme ich alles zurück, dann gibt's vielleicht doch eine coole Erweiterung. Ah, fuck. Oh, jetzt hat mir einer die Bombe geklaut, jetzt wo ich endlich mal Robli hier eine Bombe um die Nase hätte werfen können. Wo bist du denn? Hast du aber nicht! Ah,
fuck. Und dann zieht er mir vorbei, der Pisser. Nein! Ah, oh, kacke, ich werde kacken an die Stelle. Und was soll ich sagen, wirklich, der Eponator, geiles Fahrzeug, aber ich kann einfach Mario Kart nicht mit dem Motorgedäns leiden. Ich finde das so schwer. Also ich mach's jedes Mal permanent, ich komme den ganz gut klar, muss ich ehrlich sagen. So, ach, Flo, du Scheiße. Was hast du von einer Formel fährst? Das gleiche wird jetzt gleich in dem McRive zuteil werden. Willst du mal den Scheiß bei dir behalten, den du hast? Oh, fürchte dich vor meiner Banane. Ich hatte eine Tröte. Ich hatte in dem, ja, genau in derselben Sekunde wollte ich diese Kacktröte einsetzen, ey. Mann. Nee, es war echt ein taktischer Fehler, das Motorrad zu wählen, aber ich zieh's jetzt durch. Ja, finde ich auch gut. Zieh das ruhig durch. Ja, jede Runde, die du den gleichen Fehler machst, komme ich dir wieder ein Stückchen näher. Wunderschönen guten Abend, Albert. Hallo, Albert. So, mein Freund, diese Krone, die fühlt sich hier sehr unwohl auf deinem Kopf und ich werde ihr den Gefallen tun, sie dir abzunehmen. Fühlt sich da ganz hervorragend an. Was erzählst du hier für einen Quatsch? Nee, die ist in Robli rot und nicht in McRife blau. Die gehört auf meinen Kopf. Das sag ich dir jedes Mal. Und jedes Mal sage ich dir, dass du keine Ahnung hast. Offensichtlich vielleicht doch. Dr. Chaos, Dr. Chaos. Dr. Chaos, Dr. Chaos, Dr. Chaos. Oh, oh, Dr. Chaos. Dr. Chaos. Sorry. Du solltest das üben. Heimlich, nachts. Okay. Okay. I can talk. Sing. Das ist ein Song oder so, ne? Das ist ein Simpsons, ja. Echt? Gibt's nicht? Also es gibt doch richtige Songs. Es gibt ja hier Amadeus, ne? Von ah, ja, Falco. Amadeus. Genau, aber dann gab es eben so eine kleine. Amadeus. Eine kleine Anekdote in den Simpsons. Nicht Anekdote, wie sagt man? Ein Lied. Nee, so einfach dann auch nicht. Ach, nicht? Okay. Ja, ist ja auch egal. Eine Parodie in den Simpsons. Ah, jetzt. Da wird okay, eben ein Planet der Affen-Musical wird da uraufgeführt. Und ja, genau. Aber wenn man es nicht kennt, ist es nicht so witzig. Aber ich finde es sehr witzig. Ach du Scheiße, ja genau. Ah, fuck, ich ja. auch. Ja, siehst du, ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Abkürzung und Strecke und habe mich für die Mitte entschieden. Ja, ich war einfach zu langsam für die Abkürzung. Ich dachte so, oh, nimmst du die Abkürzung? Ja, nimmst du die Abkürzung. Und dann hab ich verkackt. Also. Und der Timeplayer schreibt gerade eine Parodie. Dankeschön, deswegen habe ich intelligente Zuschauer, damit ich selber das Denken einstellen kann. Ja. Wo es ja deine okay, Zuschauer sind, die bei mir Mitleid schauen. Ja, die gucken halt bei dir zu, weil sie wissen, dass sie bei mir weniger zu sehen haben. Nee, sie wollen einfach bei mir sehen, wie du abgeschossen bist, aus einer zweiten Perspektive sozusagen. Alter, die ganzen Bananen hier, ey. Das ist echt definitiv sehr, sehr, sehr uncool. Ah, nee, das Sliden mit dem Motorrad, ich sollte es einstellen. Ach du Scheiße, warum habe ich denn die Münze, die Pilz eingesetzt? Ach du Scheiße, gerade läuft ja gar nichts hier. Und, oh, ich habe die Abkürzung gekriegt und bin Erster. Oh fuck, geil, wenn das jetzt die letzte Runde gewesen wäre, das wäre echt episch gewesen. Hätte Würstchenkette. Ja, stattdessen kommt jetzt eine Runde, der ist richtig verkackt wieder, den Vorsprung. Das sehe ich jetzt schon kaum. Also sind tatsächlich alle sehr dabei miteinander diese Runde. Ja, das ist spannend. Führt nur leider dazu, dass ich seltener gewinne. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber... Ja, sehr schön, sehr schön. Immer schön auf die anderen, McGrath. Genauso lobe ich mir das. Yes, ich habe die Items bekommen. Ernsthaft? Ja. Nee, ich aber auch. Oh, 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 oh. Wahrscheinlich gleichzeitig dran oder so. Das kann sein, ja. Aber ich bin dann gerade gegen Kackpfosten gefahren hier. Ich merke schon. Ganz schön entspannt hier gerade vorne bei mir. Ah, fuck. Nein. Ach, scheiße, ich habe die Kurve richtig derbe verkackt. Oh, ob das eine gute Idee ist? Ja, das war meine Banane so letzte Runde. Danke, dass du reingefahren bist. Vielen Dank. Ja, ich? Nee. Ach so. Fand doch wieder. Ah, ein Mitleidsplatz auf dem vierten. Naja, okay. Mach weiter so, McGrath. Also bitte, wegen mir, ganz ehrlich, ich muss ehrlich sagen, ich finde die YouTube-Videos auch am besten bei dir, wo du mit dem Motorrad beim Mario Kart fährst. Die machen irgendwie am meisten Spaß, aber nicht die bei dir. Verarschen sind. Kann ich mich alleine. Übrigens, Rolf Bert schreibt gerade, ihr zwei macht Laune, da bekommt jeder Nicht-Gamer Bock auf eine Konsole. Das ist doch mal ein nettes Lob, oder? Ach ja. Ja, das ist tatsächlich ein nettes Lob, ja. Allerdings lernt man da auch, dass man nicht mit anderen Menschen spielen sollte, weil die einem ziemlich auf den Keks gehen können. Ja, das ist auch wahr, absolut, ja. War auch mein bester Freund sagt auch irgendwie immer, dass ich tatsächlich das
wirklich, ohne jetzt dir zu nahe treten zu wollen, sondern dass ich wirklich echt Glück damit hatte, dich damals gefunden zu haben. Das hat einfach irgendwie geklappt und da muss ich tatsächlich ein klein wenig emotional werden. Das bin ich echt froh drüber. Und ich wollte jetzt gerade dir echt wieder einen blöden Spruch zurückwerfen, nein, aber vielen nein, Dank, nein. Das weiß ich zu schätzen, dass du das gesagt hast. Das ist tatsächlich ernst gemeint. Also, und das sehe das damals. Das sehe ja. ich ähnlich, das sehe ich ähnlich. Also, Dankeschön. wir haben ähnlichen Humor, das klappt einfach irgendwie. Das ist, funktioniert einfach gut zusammen. Das ist sehr, sehr schön. Gott, das ist richtig emotional hier. Oh Mann. Ich habe tatsächlich, ich habe davor und danach das Let's Play Forum nie wieder verwendet. Stimmt, ja, geht mir auch so. Ja, schöner kann es nicht werden. Ich habe den Let's Play-Partner an meiner Seite gefunden. Und ja, und es ist wie so ein Partnerportal. Ich genau. habe damals tatsächlich ja nach anderen Multiplayer-Projekten gesucht, so überlegt, was man da machen kann. Aha. Ich glaube, ich habe Gears of War auch vorgeschlagen, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, es war eben Halo und ich habe einen Grund gesucht, mir eine Xbox One zu holen. Ach schön, okay, cool. Und ich habe da einfach mal im Forum mal reingeschrieben, so, hey, ja, ich suche jemanden für Halo 5, war das, glaube ich, genau. Und keine Ahnung. Da dachte ich mir, das ist ein guter Grund, sich eine Xbox zu holen. Ja, und aus der Xbox ist nicht so viel geworden. Zu viel aber. Geld, ja. Da war noch so eine Lücke in meinem Nerdregal. Ja. Ich habe von noch ganz anderen Lücken gehört. In deinem Nerdregal, meine ich jetzt. Hast du von diesen Lücken gehört? Ja, haben sie dir Angst gemacht, als du von diesen Geschichten gehört hast? Ja, oder? Absolut. Ich habe das Video halt gesehen, da ist, ja, absolut. Egal, das ist tatsächlich eine Anspielung, aber die wirst du dann irgendwann mal verstehen. Hm. Komm, mach mit mir das Schwert auf. Und geht nicht. Ja, ich hab's verkackt. Ich auch. Nein! Ja! Nein! Nein! Oh, fuck! Ich nehm deine Rubine, ja? Och, komm! Ja! Ja, bitte bedien dich da mal einen Rubin, solange ich vor dir bleiben darf, ist das so ein gut. Scheiß, ey. Die Hässlichkeit macht überhaupt keinen Spaß, wenn man danach selbst abgeschossen wird. Ah, schön. Und ich gönne auch Flo den Sieg, wenn er jetzt gewinnen sollte. Ohne Witz, das ist einfach... Warum? Ist einfach, weil ich vor dir liege. Nur darauf kommt es für mich an. Du bist das einzig wahre Maß für mich. Dein Geschick, dein Können, deine Überragenheit. Nur daran messe ich Erfolg. Du mich auch. Jetzt reicht es mit der Scheißschleimerei hier. Jetzt wieder zum Ernst zurück hier. Ja, die war tatsächlich jetzt doch eher ein bisschen... Widerlich. Ja, nicht ernst gemeint auch. Potenziell. Das scheiß Schwert kriegen wir nicht aktiviert hier, ne? Ah, fick dich, Flo! Fick dich! Sorry. Nein, McRalph! Nein! Ich hab den roten Panzer verschossen! Nein! Nein! Dieser scheiß Panzer! Ja! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Ich hab mit dem ersten Platz gerade so verdient. Ich bin zwischen euch beiden durchgedriftet. Und ihr hattet beide den roten Panzer am Arsch. Ja, Ich bin so knapp an beiden vorbei. Ihr habt beide die roten Panzer auf mich verschossen. Ach, heul nicht. Zum Abwehren. Heul nicht. Das war so ein verdienter Sieg gerade. Und dann, oh, das gibt's nicht. Die wahren Helden sind Flo und ich. So. Nee. Ah, oh, das geht's. Oh, vielen Dank für dein Follow, Albert. Ich war gerade völlig emotional. Ich danke dir, das ist wirklich lieb. Den Follow hat er wahrscheinlich gerade wieder zurückgezogen, weil ihm das Trommelfell geplatzt ist, aber. Sorry fürs Schreien, aber das regt mich einfach auf. Das kann einfach nicht sein. Ja, das geht einfach nicht. Das sind die nicht Momente mehr. In Mario Kart, wo man einfach auf der richtigen Seite stehen muss. Das ist nicht cool. Also, es macht's umso lustiger. Ja, stimme ich zu, aber es ist trotzdem scheiße. Das konzentriert dich, damit du den Start nicht verkackst. Ah, und Chaos Gamer hat den blauen Panzer geschossen. Guten Job gemacht da vorne. Guten Job da hinten oder so. Das ist ein Penner, ey. Wolfbert schreibt übrigens gerade, er würde uns Brothers A Tale of Two Sons als Let's Play-Spiel empfehlen. Geht das zu zweit? Ich glaube, das geht nicht zu zweit, oder? Ich glaube auch nicht, deswegen hat mich das überrascht. Aber vielleicht wollte er uns einfach mal ein gutes Spiel nennen oder so. Das Interessante bei dem Spiel war halt, dass man, also prinzipiell ist ein sehr geiles Spiel. Sehr witziges Spiel, wahrscheinlich auch von Let's Play tatsächlich, muss ich ehrlich zugeben, weil man steuert mit einem Controller mit zwei Sticks jeweils einem Bruder. Das ist halt sehr gut, weil ich fand's sehr geil, ich hab's schon mal gespielt, ich kann's empfehlen. Ohne Witz, spiel das mit irgendwann, das kriegst du auch echt günstig für den PC oder so. Oder? Da müsste man sich halt quasi physisch treffen und mit einem Controller spielen, das wäre wiederum witzig. Das Witzige ist ja, wenn du tatsächlich alleine beide spielst, dann ist es halt extrem schwierig, weil du manchmal schwer koordinieren kannst, wer welcher ist, so, weißt du? Ja, nichts klar. Man kann natürlich auch das zu zweit machen, jeder steuert dann eine Hand am Controller, jeder steuert das Ding dann sozusagen zu zweit, das geht natürlich auch.
Aber ich fand es halt gerade witzig, weil du halt mit zwei Sticks zwei unterschiedliche Charaktere steuerst, das halt so ein bisschen tricky ist, glaube ich. Ja, stimmt, macht Sinn. Ich habe das Spiel ganz grob links und rechts mal irgendwo mitverfolgt. Also ich sag mal so, ich weiß, dass es existiert. Es ist tatsächlich wirklich gut. Also es ist auch eine gute Geschichte. Es ist wirklich, also ich kann es nur empfehlen. Es ist ein sehr interessantes Spiel. Ja, aber wie kannst du es empfehlen? Rolfbert hat es ja schon empfohlen. Kannst du nicht einfach jetzt ein Spiel empfehlen, was Rolfbert schon empfohlen hat? Ich stimme Rolfberts Empfehlung insofern zu, als dass ich sage, es ist eine gute Empfehlung. Okay, alles klar. Verlass dich auf das Wort deiner Zuschauer. Höre nicht auf mich, denn ich habe keine Ahnung. Nee, sowieso. Ich höre sowieso eher auf Rolfbert als auf dich. Also ich bin doch nicht lebensmüde. Rolfbert. Ja, auch lieber auf Rolfbert als auf Robert hören. Das ist eine klare Empfehlung. Rolfbert, bitte sag mir, dass das dein echter Name ist. Das wäre echt lustig. Also deine Eltern, wenn die dich Rolfbert nennen, die haben so einen Sinn für Humor. Das muss unglaublich sein. Rolfbert ist ein cooler Name, wirklich. Das ist ein richtig geiler Name. Also, ohne Witz. Das ist richtig, irgendwie ist einerseits sehr individuell, andererseits wäre es irgendwie mega lustig, weil Rolfbert, keine Ahnung, ich glaube, der wäre, also, es wäre, ich glaube, in meiner Schule wäre Rolfbert sehr viel gehänselt worden, weil Rolfbert schon so ein Name ist, der hat Hänselpotenzial. Ja, Rolfbert ist echt, das ist echt cool. Ja. Und wenn es für dein Gamertag ist, dann ist es mindestens genauso cool. Och, fickt euch doch! 2 Meter vom Ziel wieder ein blauer Panzer und ich werde doch garantiert wieder für McGrath. Das ist so unfair. Jetzt erzähl du mir mal. Oh, wie geil ist das denn? Jetzt erzähl du mir mal bitte, dass das... Zitat von vorhin. Ja, es ist doch schön, wenn man Mario Kart spielt. Ja, wenn das nicht mit Items zu tun hat, sondern mit Skill, dass man gewinnt. Ich habe keine Ahnung. Ach, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, es ist so unfair. Ey, das gibt's einfach nicht. Lass mich raten, der kommt wieder von deinem... Zuschauer, aka Chaos. Oh Mann, ey. Okay. Ich brauche, muss mich erstmal nach dem Stream irgendwie wahrscheinlich erstmal eine halbe Stunde irgendwo in die Ecke setzen. Ja, und den Kopf in kaltes Wasser tauchen oder Tee so. Tee trinken und ja. Ja, Gott. Schon wieder der blaue Patzer. Ach, das war wieder Chaos. Mr. Chaos. Guter Job. Ja, ich spreche euch doch ab, ohne Witz. Ich spreche euch doch ab, ey. Und Rolfbert schreibt gerade, dass wohl auch bei Brothers A Tale of Two Sons die Geschichte aber eher ein bisschen ernst ist, aber die Steuerung halt witzig, ne? Ja, die Steuerung ist sehr interessant, die Geschichte ist halt ein bisschen ernst, aber es macht es halt auch erinnerungswert, sag ich mal. Mhm. Ich mag das, wenn ein Spiel halt einfach ein bisschen erwachsener ist und nicht so, weiß ich, so sehr kindlich. Ja, ne? Wenn man selber erwachsen ist, dann fühlt man sich mit sowas irgendwie doch ein bisschen besser. Alles klar, steht auf der To-Do-Liste. Also Let's Play tatsächlich sehr interessant. Das würde ich mir auch bei dir anschauen, weil es bestimmt richtig witzig ist, wenn du da die ganze Zeit irgendwie falsch läufst und ich habe da auch echt Schwierigkeiten gehabt, weil es ist einfach schwierig, das zuzuordnen. Du machst dich immer lustig, wenn es mir schlecht geht. Ne? Das sind so die Let's Plays, die interessieren dich dann plötzlich. Ne? Wenn irgendwie... Genau, ja, absolut. Das freut mich, dass du durchblickst das System einfach. Sehr gut. Sei mal ein bisschen ruhig bitte, weil ich will gerne dieser Musik lauschen. Das ist echt cool. Aber es ist nicht die ganz coole Musik. Also das ist ja nicht, hier, das ist hier Mute City und die andere Strecke ist ja Big Blue. Ach so. Ah, ich dachte, das wäre... Ist nicht... Die ist auch okay. Ja, die ist auch okay. Also ganz geil fand ich es jetzt gerade auch nicht, aber okay. Ich dachte, das wäre die Strecke, aber dann komme ich erst wieder zurück. Dann bitte lenke ab. Okay, alles klar. So, ich fahre hinter Michelle. Aber es bringt mir gerade nicht so viel. Dritter Platz, wo bist du? Willst du es wirklich wissen oder? Nee, lass es. Nee, wenn du dich so fragst, dann will ich es nicht wissen. Schön. Okay, dann bin ich auf dem letzten. Okay, komm schon. Gib mir Speed. Ich bin ein normales Kart hier, das ist einfach. Nein, ich wirklich ohne Witz, das ist eine gute Wahl. Mach weiter so. Du musst ja üben, mit dem Motorrad zu fahren, das ist wichtig. Nur so wirst du besser darin. Verarschen kann ich mich selber. Also, ich meine, das ist keine Falschaussage gewesen. Es gibt einfach Momente, da ist einfach Ehrlichkeit fehl am Platz, ne? Ja, absolut. Zum Beispiel, wenn man seinen Falten Tipps gibt. Der rote Panzer hat mich nicht wirklich getroffen, weil ich jemand abgestürzt bin. Ja, das ist ja toll. Nein! Fuck, ich war zu lange mit der Banane gerade. Ich hab nicht schnell genug reagiert. Oh, fick dich! Fick dich! Sorry.
War ganz, ach, da bist du. Ich hab dich gar nicht. Oh nein! Wurdest du gerade von deinem Panzer getroffen? Ja, und ich, nachdem und ich. Ich vor dir, das ist doch eine Scheiße hier, ey. Oh nein. Ja, das ist eine Scheiße, das trifft's wirklich. Die kommt mit einer Rakete auf den ersten Platz und gewinnt das der Match. Heul mich nicht voll. Ich bin vor dir, alles ist gut. Und dann wurde ich halt wieder von irgendeinem blöden Panzer böse. Alles ist gut.